Ja, hallo, wir sind hier auf dem Chemnitzer Bürgerfest Herzschlag. Bei mir zu Gast ist Dr. Motte und ich habe die Ehre, dir ein paar Fragen zu stellen heute hier im Interview. Hallo erstmal. Hallo. Als du vor anderthalb Monaten die Anfrage hier vom Herzschlag bekommen hast, hast du ja spontan zugesagt. Was ist dir so unheimlich wichtig und besonders vielleicht an diesen Veranstaltungen, dass du das so spontan machst? Naja, ich meine, wir haben jetzt ja eine lange Geschichte, auch in der Bundesrepublik Deutschland, auch nach der Wiedervereinigung und alles, was so auf diesem Planeten halt so passiert und im Besonderen auch in Deutschland. Und ich finde es wichtig, dass Menschen zusammenkommen in friedlicher Absicht und miteinander ein schönes Fest feiern. Und das ist halt auch den Beitrag, den ich heute leisten möchte, dass wir halt zusammenkommen und wiederholt zu einer Musik tanzen, die ich anbiete. Jeder kann damit machen, was er will, aber am Ende für eine schöne, bessere Welt tanzen. Music is the key war das Motto Love Parade 1999 und noch heute ist das die Message ja top aktuell. Also du verwendest sie ja auch immer noch. Welche Schlösser möchtest du damit öffnen? Naja, das ist ja so, Musik erreicht wirklich viele Menschen, weil Musik alle Sprachen spricht. Ja. Und deshalb versteht jeder auch Musik. Und das ist halt eigentlich die beste Kommunikationsform, im Tanz miteinander zusammenzukommen und sich dann auch kennenzulernen. Und darum geht es eigentlich, dass man versteht, was haben wir gemeinsam und was haben wir nicht gemeinsam. Und dann hat man Respekt dafür, weil jeder hat ja auch ein menschenwürdiges Leben verdient, weil man ist hier auf diesem Planeten und wir sind alle Menschen und haben eigentlich auf einer grundlegenden Ebene die gleichen Wünsche und die gleichen Sachen, die wir nicht mögen. Rein hypothetisch, Angela Merkel, du würdest Angela Merkel auf der Tanzfläche entdecken. Welchen Tune würdest du spielen? Ach, ich würde einfach weitermachen. Also ich würde mich jetzt gar nicht da verbiegen, weil ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nicht verbiegt. Und wenn sie vielleicht dazu tanzt, umso besser. Vor genau 30 Jahren fand die erste Love Parade mit 150 Teilnehmern statt. 10 Jahre später waren es 1,5 Millionen. Zum Geburtstag gibt es bis zum 31. Dezember eine Sonderausstellung im 90s Berlin mit Bildern und Videos aus dieser Zeit. Warum ist es für dich wichtig, den Geist der Love Parade am Leben zu halten? Naja, es ist jetzt ja inzwischen schon die dritte Generation, die jetzt elektronische Musik macht und ich denke, es ist wichtig für mich und auch für die Kultur, dass wir den jungen Leuten erzählen, wie haben wir angefangen, was waren die Anfänge und das reicht ja eigentlich bis in die 60er Jahre zurück, weil dort in Amerika zum Beispiel die Schwarzen auch dann gesagt haben, wir wollen mit der weißen Musik nichts zu tun haben, haben ihre eigene Musik kreiert, daraus ist dann Soul entstanden, haben ihre eigenen Clubs gemacht und so weiter und das ist ja eine lange Historie und daraus ist am Ende dann auch elektronische Tanzmusik entstanden, weil die ist über Hausmusik zu Techno dann geworden und das ist eigentlich eine schöne Sache. Und das ist eine Kultur, die muss man verstehen. Und das versuchen wir halt mit der 90s Berlin Ausstellung, also mit der Sonderausstellung in der 90s Berlin Ausstellung quasi zu zeigen. Was haben wir selber daraus gemacht? Love Parade, das ist jetzt 30 Jahre her. Und das ist schon eine Kultur, die die Menschen auch wiederum zusammengebracht hat. Und wie Westbam auch sagte, wir haben eigentlich das Völkerverbindende zusammengebracht nach Berlin in den 90er Jahren. Für viele zählt die Love Parade in Berlin bis 2003 zu den prägendsten Erlebnissen, kann ich von mir wirklich auch sagen. Auch sind die Love Parade-Hymnen wahrscheinlich unsterblich. Welches ist deine Lieblingshymne und welches Erlebnis auf einer Love Parade in Berlin ist dir unvergessen in Erinnerung geblieben? Also das, was ich wirklich für mich auch immer noch die schönste Hymne finde, ist die erste Hymne, die wir gemacht haben, Sunshine. Und immer wenn ich die auflege, dann gehen immer auch die Arme hoch und die Leute strahlen und alles ist wirklich in großer Harmonie. Und das interessanteste Erlebnis, das ich auf der Love Parade hatte, das war eigentlich auf allen Love Parades zu sehen, wie glücklich die Menschen sind, wie viele Trucks dabei gewesen sind und wie schön wir unsere eigene Kultur gefeiert haben und das war wirklich immer ein toller Tag. Für mich fühlt sich eigentlich jede Parade, auf der heutzutage Musik von LKWs gespielt wird, wie eine kleine Love Parade an. Was hat die Love Parade bei den Menschen deiner Meinung nach hinterlassen? Also das ist das, was ich immer höre. Die Menschen sagen immer, das war mein bester Tag des Lebens. Ja? Und das ist eigentlich so eine schöne Message, die ich dann kriege von den Leuten, dass sie dann sagen, das war der beste Tag ihres Lebens und was will man denn mehr? Da gebe ich dir recht. Woher beziehst du deine scheinbar unbegrenzte Energie? Ich liebe es, Musik aufzulegen. Und das Schöne ist auch, dass ich die Musik, die mir am Herzen liegt, die ich dann für die Leute spiele, dass die immer auch eine Zustimmung bekommt und die Leute freudig darauf tanzen. Also ich bin jetzt ja seit über 30 Jahren Disc-Jockey
Und es ist einfach schön zu sehen, dass ich die Leute zum Tanzen bringe, ohne dass ich jetzt irgendwie etwas spiele, dass die Leute jetzt, wo ich denke, das würden sie lieben. Ich mache einfach meine Musik und sie lieben es. Und das ist einfach eine schöne Freude. Das stimmt so, wir lieben deine Musik. Danke sehr. Kann man wirklich so sagen. Wir machen jetzt ein paar Snapshot-Fragen, ganz einfach. Ja? Warum stehst du jeden Tag auf? Ich liebe das Leben. Dein Lieblingsshirt? Das, was ich anhabe. Dein Place to be? Hier, wo ich bin. Wodka vor oder nach einem Set? Weder noch. Festival oder Club? Alles. Das letzte Wort gehört dir. Danke sehr. Vielen Dank für das Interview. Wir freuen uns auf dein Set. Hab einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du bei uns bist. Dankeschön.